Hey, ich bin Artus. Ich check den Status. Und jetzt versuche ich gerade den Endboss. Wow! Wow! Hey Geist, hilfst du mir, den Hallo! bösen Endboss zu besiegen? Ja, na komm mit! Okay, kannst du vielleicht diese Kiste für mich aufbrechen? Shuriken Oder muss ich Boost! brechen? Okay, los Wow! geht's. Ich werde jetzt komplett Lucifer. Ich habe die Prediction schon gesagt. Ja, that's a dead giveaway. Dead giveaway. Ja, da ist er. Und der ist mehr Smug als je zuvor. War die noch nie im selben Spiel? Der war eigentlich nur im zweiten Teil der Boss. Während Azeroth in jedem Teil vorkommt. Der ist immer gegen Ende vom Spiel ein Boss. Oder zumindest ein Gegner im Fall vom zweiten Teil. Aber den gab es eigentlich nur im zweiten Teil bis jetzt. Das ist, glaube ich, seine erste Appearance seit 1989, glaube ich. Ah ja, und das Lustige ist, man kann ja dann auch auf seinen Fuß und dann sogar auf sein Knie. Was man nicht machen muss, oder musste, zumindest im alten Teil. Ah, ich glaube, jetzt muss man es machen, weil seine Hand im Weg ist. Aber du kannst es auch einfach machen. Oh, der bombardiert Ich mich. Egal, mach weiter, ich dodge tue dabei. seinen Unterkiefer voll Kannst du nicht den Vogel beleidigen. draufbauen auf seinen Unterkiefer? Kannst du ihm so eine Ah, Zahnspange selbst vielleicht nicht falsch machen? richtig. Nur wegen vier. Mach ruhig weiter, ich dodge Gut, weil ich dabei. halt den Quick Kill nehme. Der Lucifer jetzt kann ich auch mitmachen. Wir machen alle mit. Schau. Schau den an, Schau den ihn dir Lucifer. an. Der Lucifer. So viele Seelen hat er. Ja, das war auch das Theme vom zweiten Teil. Der hat die ganzen Seelen in seinen Körper gefangen gehabt. Das ist ja die urgute Story. Da Ja, ist da ist sie ja sie! schon. Das gibt's ja nicht. Damals! Die Prinzessin Prinprin. Prin, Prin? Die hat ja urwinzige Hände im Vergleich zu ihm, was da los ist. Das kann nicht sein. Die küssen sich jetzt? Wir haben's Congratulations. geschafft! Geschafft! Gold Bravo. sogar. Gold! Wow. Gold! Ich hoffe, jetzt kommt ein lustiger, schlecht translateder Text über die Psycho-Cannon von Sankt Michael, weil das kommt genau an dieser Stelle im zweiten Teil. Jetzt sieht man alle Gegner, ja. Hier der Es gab Penner, Zombies, Skeleton-Murderer, der Skeleton-Murderer Schwein. Giant Schwein, richtig. Prima. Der Joke ist mir, dass wir es falsch, dass wir was anderes sagen müssen, Ach als es da steht. so, die Die Schildkröte. Kolatschen und Dann den gab's die Zauberer Zauber. Den und haben wir nie gesehen. Alabaster Den weißen Zauberer. und den Das Cyclops. Unicorn. Der heißt aber Unicorn eigentlich im Nee, alten Spiel. Cyclops. Das ist der Shielder. Der hieß immer so. The Nach wie Shield. vor Shielder. Astaroji. Astarotto. Lucifer. Lucifer. Der Davy. Der Red Aramir. Oder Aremer. Arima. Prinzessin Pooh. Oh, Gibt's wieder Zahlen? Keine Prinzessin. Zahlen. Normal stehen immer drei Zahlen bei ihr. Weil Ja, das ihre Maße sind eigentlich. Also, Professor F. Und Tokuro Fujiwara. Der Zombie-Entwickler. Oh Gott, da ist er. Da ist er. Der hat Der das Held meiner gemacht. Kindheit, ja. Der Typ, der mein Lieblingsspiel gemacht hat. Der war hier beteiligt. An Oh, diesem oh Very Game. Er ist back in Mensch. business. Das heißt, die Chance auf ein neues Zombie Ist hier. ist here. Ja. Also das ist eigentlich so, ja, das Nächste, was wir an Tombi rankommen, wie Da hat schon. sich's gelohnt, das durchzuspielen. Aber ganz ehrlich, Donglingwald von Tombi hat schon so ein bisschen Ghosts'n Goblins-Vibes. Habe ich mir Ja, immer schon gedacht. ist auch dasselbe. Ja, vielleicht machen So sie ein neues dasselbe. Tombi Ja, ich würde mit so dieser lieben. Grafik. Nee, With the ja, German ich könnte es mir Florence vorstellen eigentlich. Seidel schon, ja. Wer was? So German Localization. Ja, cool. Was hältst du? Wie fandest du das Spiel? Ja, das war sehr lustig. Es war schön, den Geist zu spielen, die drei Geister eigentlich. Die heiligen Die drei heiligen drei Geister. Geister. Aber müssen wir es nicht nochmal durchspielen? Ich Ja, war ein ich habe auch bisschen das Gefühl, das ist nicht das enttäuscht, Ende. dass es jetzt schon aus ist. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Der Final Boss war auch ultra easy. Ja. Ich meine, klar, wir haben es ein bisschen gecheest mit dem Korb, aber Na der war und? schon sehr easy. Enemy Ric Flair Voice. Was? Ric Flair Voice? Ja. Krank. Ja, I love it. Ich habe das Spiel gemocht. Ich würde sagen, ja, vielleicht mein Lieblingsteil zusammen mit dem zweiten Teil. Ich fand den Okay. sehr cool. Es gab nervige Autoscroller, aber die waren wieder so intens, dass es eigentlich schon wieder cool war. Aber es gab so ein paar Level, wo ich mir denke, okay, ich würde das nicht mehr Why? spielen, ehrlich gesagt. Das ist so
schwierig teilweise, war wirklich ungustiös, kann man fast sagen. Aber ja, es ist eigentlich, es war jetzt nicht mal so ein Fake-Ende, wo dir gesagt wird, oh, du hast es fast geschafft, aber du musst nochmal zurück, um das Amulett oder die Psycho-Cannon von Sankt Michael zu holen. Er hat schon die Prinzessin. Ja, das war jetzt eigentlich ein legit Ende. Die haben es jetzt wirklich straight geplayed, dass man das jetzt nur einmal durchspielen musste. Aber ich bin mir sicher, irgendwas schalten wir jetzt frei, New Game Plus oder irgendwas. Ja, da können wir vielleicht mal reinschauen und dann entscheiden, ob wir da noch irgendwas machen oder... WhoopieCamp! Director und Game Da sind sie, ja. Die ja. wurden wirklich genamedropped, WhoopieCamp. Wow. Das wurde schon im Tomba Club extrem groß diskutiert. Schau, schau es dir an! Dass wir das noch erleben. Einfach, das ist wirklich das WhoopieCamp-Logo. Das ist absolut krass für mich. Das ist absolut krass, weil das ist das erste Mal, dass man das WhoopieCamp-Logo irgendwo sieht seit Tombi 2, ja, meinem Lieblingsspiel. Ja, aber eigentlich nur bis jetzt in Tombi 1, 2 und in dem Spiel gesehen. Ja, es wurde nur in 3 Spielen und das ist so special irgendwie. Also, man fragt sich halt, warum... Fragezeichen. Man fragt sich halt, warum will Tokuro Fujiwara unbedingt das WhoopieCamp-Logo hier drinnen haben? Oh nein, es wird gelöscht. Jetzt passiert's. Es ist auf einmal 3D. Jetzt passiert's. Das Schloss brennt. Warum brennt? Jetzt kommen die bösen Mächte. Aus dem dritten Teil. Ja, das kann sein. Ich denke, der Final Boss wird entweder der Sardius aus Teil 3 oder ein neuer Boss. Würde ich eigentlich bevorzugen, wenn es mal ein neuer Charakter ist. Weil ja, es ist schon langweilig. Es ist schon lang. Jetzt kommen schon die Vines. Jetzt können wir Vine installieren. Oh, ja. Es ist alles schief. Du hast das mystische Metronom freigeschalten. Du kannst vom Optionsmenü darauf zugreifen. Ja, okay. Kann ich jetzt Tombi spielen? Schattenfriedhof. Oder Friedhof. Oder? Wie magst du das? Wir können mit den Schultern testen. Aber wir können jetzt gar nicht die anderen normalen Gebiete einfach anwählen. Nee, jetzt müssen wir... Schatten, richtig. Was ist das mystische Metronom? Ja, schauen wir mal. Also Feenbaum kennen wir ja. Wo ist das mystische? Mystische? Spielmenü? Optionen, oder? Nutze die Kraft des mystischen Metronoms. Oh, also das ist schneller, ich denke, das Turbo, okay, das müssen wir kurz ausprobieren. Das ist... Oh! Beschleunige den Fluss der Zeit. Beschleunige den Fluss der Zeit. Stark, oder? Verlangsame den Fluss der Zeit. Okay, machen wir Turbo-Modus. Super Turbo? Ja, Super Turbo. Now you're playing with power. Super Power! Yeah. Okay, gibt es jetzt neue Feen oder wie schaut das aus? Na klar, 16. Da gab es 4 ursprünglich. Mm. Und hier 16. Da gab es 4 ursprünglich. Okay, wollen wir da mal reinschauen? Ja, nur kurz reinschauen. Okay, ich würde sagen, machen wir einen Extra-Part, die Schnupperstunde ist der nächste. Ja. Okay, das war jetzt Ghosts and Goblins vielleicht durchgespielt, aber es gibt zumindest noch einen Part, wo wir reinschnuppern in den Schattenmodus mit Turbo-Funktion. Wir sehen uns dann. Baba und ciao mit 10.